Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen. So, wir fahren jetzt von, nicht von dem Ort, wo wir losgekommen sind. Von, na, Aktau nach Nürnberg. Dynamit, 17 Tonnen. Und ja. Oh. Aufgeladen haben wir schon. Sehr schön. Oh, es fängt mir gerade zu regnen. Oh, das war mit das beste Angebot. Gut, ich hätte nach Portugal fahren können. Das wären dann 6000 Kilometer noch Fahrzeugpatsche. Also ich weiß es jetzt nicht mehr so hundertprozentig genau. Oh, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ja, auf doch, ist doch. Warum ist die Nacht hier so dunkel? Dass das Licht auffrisst. Ja, hat aber wirklich einen sehr guten Abschluss mit 48.000. Oh, jetzt geht's wieder berghoch. Wir werden natürlich ein bisschen, was uns gut schreiben. Ja, warum? Oh nee, nee. War die falsche Seite. Ach, hier hätte man so schön hochkommen können. Wie sagt man so schön, hätte Fahrradkette? Oh, da fahren wir jetzt da Richtung schönen Nürnberg.
Das Fragezeichen werden wir jetzt hier nicht abfahren. Das war knapp. Aber wie sagt man immer, knapp daneben ist auch vorbei. Ich glaube, das schaffe ich nicht, die noch zu überholen. Sag ich doch. Eieiei, das war schon wieder eine enge Kiste. Oh, ich würde auch immer gerne voll tanken in Kasachstan. Jetzt nehme ich schön Preiswert. Oh, das wird nicht, das wird wieder nicht. Sag ich doch. Oh, das war ein schöner kurzer Regenschauer nur zum Glück. Ach, wir wollen ihn jetzt hier. Ah, ich brauche ein bisschen Zeit jetzt zu beschleunigen. Na gut, dass er auch so schleicht hier, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, ne? Muss ich so ehrlich mal so sagen. Oh, jetzt können wir erstmal hinterbleiben hier. Jetzt sind wir sowieso in der Ortschaft. Ja, das war natürlich klar, dass er hier auch abbiegt. Ja, war natürlich auch klar, dass ich hier nicht vorbeikomme. Was will man, was soll man bloß erwarten hier, ne?
Glück ist so eine Sache. Ja, die 17 Tonnen merkt man. Das muss man mal so sagen. Und dass er jetzt mir ja wegzieht hier, gerade eben. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber wie ihr seht hier, ich bin halt wirklich, ja, gleich wie sie Gas gibt, ist das hier nicht was, was ich hier machen kann. Das ist... nicht so schön. Aber ich sehe auch leider nicht, ob hier frei ist. Ja, ein bisschen Überholverbot reingekommen, aber das ist noch akzeptabel in meinem Sinn gewesen. Das können wir jedenfalls hier gleichmäßig Gas geben. Aha, jetzt sieht man wieder ordentlich was hier. Schalten wir mal schon den letzten Gang rein. Oh. Da werden wir heute zum ersten Mal die Verbindung von der Promods auf die Roostmap dann angucken und von der Roostmap auf die, heute, nee, das werden wir heute nicht schaffen in der Folge. Nee, man wird schon schwer die Verbindung zwischen zwischen der Great Step und der Roostmap. Ich denke mal, das werden wir heute hier nicht schaffen. Nach Russland, das werden wir nicht schaffen. Vollen Länge soll jetzt, ja, so schon immer eine Stunde so rum sein. Ich gehe jetzt hier bewusst nicht vom Gas. Ich
hatten gerade so schön Schwung drauf. Das war die beiden Kollegen der überholen. Seit langem mal wieder, dass ich Richtung Vanillakarte fahre. Oder nicht nur Richtung, ich fahre jetzt richtig in die Vanillakarte dann rein. Also, falls euch das jetzt nicht sagt, Vanilla heißt, das ist halt das Originalmaterial, ne? Ohne Mods. Also, die Mods sind ja trotzdem aktiv, aber Nürnberg ist so, wie es von ETS, von SCS halt entwickelt wurde. Ne? Sei denn, ich weiß ja, einige Städte sind von ProMods damit überarbeitet. Nicht alle, aber einige. Wenn Nürnberg natürlich da runterfällt, dann ist natürlich auch Nürnberg ProMod. Ne? Aber das weiß ich halt nicht. Deswegen. Oh, es wird schon wieder langsam heller. Und wir haben jetzt schon in der Zeit 400.000 Euro gemacht. Oder was hat ich? Naja, was hat meine Fahrer? Oh. Ich denke mal, ich werde gleich wieder überholt. Ja, LKW, was war das jetzt für eine Aktion von dir? Aber hinter mir das Arena gemacht. Das war ein Auto. Kurz gedacht, juhu. Ja, biegt ab. Ja, falsch gedacht. Mehr kann man dazu jetzt nicht sagen, ne? Oh, das ist jetzt ja hier Freitag. Ja, das wird auf alle Fälle bis nächste Woche Dienstag so gehen, ne? Sonnabend. Ja, ich denke mal, fünf Folgen werden es bestimmt wieder. Hier, die Landstraßen in Kasachstan und Russland, die kosten halt Zeit.
Ne, also wenn wir dann wieder auf der Autobahn sind, kommen wir natürlich ein bisschen flotter voran. Also es ist ganz logisch. Aber ehe wir erstmal wieder dann in den Ländern sind, wo dann die Autobahnen vernünftig ausgebaut sind, dauert es halt noch. Ne? Dann werden wir noch 2000 Kilometer ungefähr haben. Schätzungsweise. Der Betonmischer doch berghoch nochmal ab. Na gut. Aber hier ist sowieso gerade Überholverbot. Daran halten wir uns natürlich. Ist was anderes, wenn man gerade davor beim Überholen ist und noch reinkommt ins Überholverbot auf der anderen Spur. Ist ja auch in der Realität so, wenn es sich verschätzt hat und in die Überholverbotszone reinguckt und man ist zum gewissen Maße schon fast vorbei. Bei Auto ist es jetzt natürlich ja nicht ganz so schlimm. Beim LKW ist die Distanz natürlich ein bisschen größer, die man ja überholen muss. Da kann man sich halt ganz, ganz schnell verschätzen. Ist nicht eigentlich nicht weiter tragisch. Das muss man mal so sagen. Aber da würde jeder sagen, es ist auf der Autobahn so, wenn man jetzt zum Beispiel überholt, auf der Autobahn einen Kollegen. Und man kommt dann noch in ein Überholverbot für den LKW rein. Dann sagt da kein Polizist der Welt was, wenn man diesen Überholvorgang noch beendet. Vorausgesetzt, und da gibt es tatsächlich dafür auch Gesetze. Also eine CVO, eine Vorschrift. Dass man mit einem LKW mindestens zur Hälfte vom Auflieger, also vom Gespann, also ist er ja dann am Auflieger vorbei sein muss, um dann noch durchzuziehen. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist jetzt hier beginnt das Überholverbot für LKWs und ich wäre jetzt Fahrer aus, müsste ich abbremsen und mich hinter ihm wieder einfädeln. Dann ist das kein Überhol. Dann muss ich das Überholvorgang, weil ich bin noch nicht vorbei. Und laut SCVO, wenn ich jetzt mit einem Auflieger zur Hälfte vorbei bin, habe ich die Hälfte schon überholt. Dementsprechend kann ich dann durchziehen. So, ich mache jetzt hier die Ecke hier. Haben wir hier was gelb gemacht heute in der Folge. Ich denke mal, das wird ja nicht mehr so allzu viel werden. So habe ich es jedenfalls gelernt, ne? Das muss man dazu sagen, dass es so ist mit dem Überholen. Klingt auch sinnvoll. Gut zugegeben. Wenn ich jetzt mit der Zugmaschine nur vorbei war und dann kam das Überholen, habe ich trotzdem durchgezogen. Ich glaube, da würde kein LKW-Fahrer zurückziehen.
Es sei denn, die Polizei ist hinter einem. Das sieht man ja. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Ausscheren verfolgt man ja den rückwärtigen Verkehr. Man guckt und dann sieht man ja, ob dahinter Polizei ist. Wenn natürlich dann dahinter Polizei ist, macht man natürlich ein Vorbild, bremst ab und dann schert dahinter wieder ein. Ja, also so ist es nicht. Aber in der Theorie, in der Praxis, wenn das kein Polizeiauto ist, auffälliges Polizeiauto wohlgemerkt. Also wir reden jetzt hier von normalen Streifenwagen, Funkstreifenwagen und nicht von einem Undercover-Cop. Also nein, also es gibt ja Zivilfahrzeuge und die erkennt man natürlich nicht, ne? Weil zivil halt, ne? Oh, Update für mein Projekt hier, für ein neues LS-Projekt kann ich euch noch nicht geben. Wir haben immer noch Dienstag, wo ich diese Folge hier aufnehme. Ich sag nur, ja, Matze war noch nicht online. Oh, langsam müsste ich mal an der Tankstelle ran. John, die ist im Level aufgestiegen. Sehr schön. Oh, wo haben wir hier Platz? Doch schon eine halbe Stunde gut was geschafft, ne? So circa 500 Kilometer. Oh, Respekt. So, die nächste Tankstelle gehört dann halt mir, ne? Meine Hoffnung war ja, dass ich an der Tankstelle Feier machen kann und da dann tanken kann. Aber irgendwie habe ich gerade mehr verbraucht als erwartet. Es sind ja noch 700 Kilometer. Bis dahin kommt auf alle Fälle meine Tankstelle. Aber trotzdem, die nächste Tankstelle gehört an uns. Da vorne ist schon eine. Wenn man vom Teufel spricht, das ist doch schön. Oh, hier steht ein Bus. So, Tank machen wir hier voll. Spätestens in Russland werden wir dann nochmal tanken müssen. Also wollen, besser gesagt, weil, ja. Na gut, hier sind da nochmal 7 Cent teurer. Aber es ist immer noch 57 Cent. Eine andere Preisklasse, als wenn wir dann wieder in Deutschland, Polen und Tschechien und so unterwegs sind.
Ich bin ja gespannt, wenn wir dann die Tour hier fertig gefahren haben, wie viel Geld dann auf mein Konto ist. Falls euch wundert, warum eigentlich schon wieder Geld fehlt, ich habe die Garage gekauft in, da wo wir gestartet sind, in Aktau oder ja. Bin auch jetzt nicht mehr mit einem Kühler unterwegs, sondern mit einer Plane. Außenansicht fahren, das sieht noch schlimmer aus als alles andere. Oh, eigentlich ist ein Fehler im ETS, ne? Ich fahre gerade Gefahrgut. Hier muss ja jetzt auch was dran sein, ne? Also in Wirklichkeit. Aber gut. Und deswegen, also damit wir vielleicht die nächste Tour wieder zusammen mit Matze machen können, habe ich mich jetzt dafür entschieden, hier das so zu machen. Ja. Ich werde auch morgen und Donnerstag dann erst die nächsten Folgen aufnehmen. Denke ich mal. Ich hoffe doch, dass sich Matze nach der Folge endlich mal im TS sich aufhält. Damit ich auch mal mit ihm wieder, mal wieder reden können. Quatschen können. Oh, hier nehmen wir jetzt den Bogen mit. Komplett. Haben wir wieder 0,001% gelb. Da sind wir ja vorhin nicht lang gefahren. Vorhin. Für mich ist es vorhin. Für euch ist es, glaube ich, noch in der. Mittwochsfolge gewesen. Schon. Ja, da haben wir doch schon eigentlich doch schon viel geschafft, ne? Ja, werden wir mal gucken, weil dann in den letzten beiden Folgen sind, also in der Folge 3 und 4, vielleicht, dass man es vielleicht in 4 Folgen unterkriegt, dass man vielleicht halt sagt, ja gut, wir machen hier eine Stunde 5 oder eine Stunde 10,
Folge draus. Abwarten und Tee trinken. WhatsApp hat er noch nicht geschrieben, habe ich ihn auch nämlich angeschrieben und gefragt, wann er denn ins TS kommt. Ja, mittlerweile habe ich mich wieder disconnected, aber auch nur wegen den Folgen, damit, wenn ich hier das aufnehme, damit hier nicht kommt, User stupst sie an. Eigentlich müssten wir heute noch die Pumpe aufnehmen. Aber mir wird es langsam auch eng mit der Zeit. Na gut, wir bräuchten ungefähr 3/4 Stunde. Das wäre locker drinnen noch. Ich muss heute wieder auf Nachtschicht. Ich habe eine Lust. Zwar gar keine, aber gut. So, da vorne beginnt, glaube ich, dann ein neuer Abschnitt für mich, also wo ich noch nicht lang gefahren bin. Warum hältst du an? Kann mir das mal jemand erklären? Genau, ab hier ist dann eine neue Strecke. Wollen wir uns mal auch wieder überraschen lassen, ob hier nochmal so eine Strecke kommt wie vor, auch in der Mittwochsfolge, dass ich wieder festfahre. Oh, das war so bitter. Das war so bitter. Willst du vorsichtig fahren, damit dir hinten nicht kaputt geht und dann buff, ja.
Das war echt bitter. Aber gut. So ist es halt. Attirau, herzlich willkommen, ne? Erster Aufenthalt, ja, ist ja auch nicht schwer. So lange fahre ich ja mit den vielen Mod-Maps auch noch nicht rum. Ich hatte das immer nur Pro-Mods aktiv. Oh, aber einmal richtig nachgeguckt und schon hat man alles gefunden. Ein paar Videos geguckt, wie die beste Reihenfolge ist. Ja, ich alle bei Daniel Doppel-U geguckt. Ja, schaut mal rein bei ihm, wer sich für ETS interessiert. Also seine Vorstellungen für die Maps, die sind echt gut. Man muss ja auch mal Werbung für einen anderen Kanal machen. Gut, Daniel Doppel-U ist bedeutend größer als ich. Das ist aber auch nicht schwer. aber trotzdem. Huch. Schon wieder falsche Blinker, den ich ausmachen wollte. Naja, gut. So, schön aus hier. Rhinoceros. Rhinohändler. Nichts gegen Renault, also ich persönlich mag kein Renault, also immer noch nicht, auch wenn ich ihn schon in Real Life gefahren habe und positiv überrascht war. Aber trotzdem. Gut, ich würde lieber in den Renault einsteigen, zum Beispiel, als in den Iveco. Und die Iveco bin ich auch schon gefahren. Oder Mercedes. Bin ich auch schon gefahren. Das Einzige, wo Mercedes wirklich gut Punkte machen kann, ist der Komfort. Der ist echt gut. Da muss man mal die Wahrheit sagen. Wie gesagt, Volvo kann ich nicht mitreden. Bin ich noch nie gefahren. Werde ich wahrscheinlich auch nie fahren. Weil ich werde in Wirklichkeit kein LKW-Fahrer mehr werden. Klar, ich habe ja erzählt, ich habe einen neuen Job, ne? Ab nächsten Monat. Da heißt es, dieses. Echt jetzt, warum denn? Warum bleibst du stehen? Oh!
Da kann es auch nochmal vorkommen, dass ich da ab und zu mal einen LKW unterm Arsch habe. Aber das wird ja, denke ich mal, nicht mehr, ja, wird entweder Mercedes oder so bestimmt. Ja, ach, das ist dann nicht ganz so schlimm. Und dann halt nur im Nahverkehr. Horn geht, Hupe geht. Drei Prozent vorne, 1% Auflieger. Ach, das Unfall hat 2% gebracht. Geil. Aber solange die Ladung nicht abkriegt. Es sind noch 3609 Kilometer, ne? Also genug Zeit, dass die Ladung auch noch was abkriegt. Aber das wäre schlecht bei Dynamit, ne? Uralsk. Okay. Echt jetzt für die Kurve hier 50? Nö, sehen die ein. Und die Folgen für morgen, also für Mittwoch und Donnerstag, so noch hochladen. Da eigentlich kann ich auch gleich noch die Folge hier hochladen, dann ist das auch schon erledigt. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie viel Parts das werden. Ne? Also ich unterteile jetzt mal in Part 1, dann steht aber nicht Part 1 von Part 5. Ich gehe zwar aus, dass ich für die Strecke 5 Parts brauche, aber wenn ich jetzt nur 4 brauche und da Part 4 von 5 Ende steht, ja, schlecht. Deswegen werde ich jetzt mal aufteilen in Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 und dann steht ja dann dahinter in Nürnberg, zum Beispiel bei der Tour jetzt hier angekommen. Huch. Ja, der Fußgänger hat gute Laune gehabt. Erstmal schön tanzen an der Bushaltestelle. Oh, da standen Pferde. Da sitzt sie in einer Brücke und guckt aufs Wasser. Oh, why not? Jetzt will ich mal gucken, wie weit ist es noch zur... Ja, nee, das schaffen wir heute nicht. Oral werden wir nicht erreichen, da werden wir vorher nach links abbiegen.
Wann war ich denn hier schon mal? Ach so, nach Moskau. Ja, dann bei Minsk vorbei. Und dann geht's hier dann. Ja. Gut zu wissen. Also einmal auch komplett durch Weißrussland durch. Ja, gut. Sehr schön. Also hier wird noch eine Weile. Das Ganze hier. Oh, der Kollege kommt natürlich jetzt vor mir nach drauf. Das ist natürlich jetzt ja, nicht so schön. Und dann biegt er hier auch gleich wieder ab. Aber gut, hier unterhalten sich drei People. Und ich schalte mal gleich mal wieder runter in den 13. Gang. Und nicht allzu viel Schwung berghoch verlieren. Aber das werden wir halt hier so nicht schaffen. Aber gute 1000 Kilometer haben wir heute trotzdem geschafft. Das ist erstaunlich. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber gut. Oh, das wäre bestimmt, das ist bestimmt hier eine Arbeitsagentur. Das wird bestimmt sicher freigeschaltet, sage ich doch. Zu weit drin, egal. Mal runter von der weißen Linie hier. Dann wieder auf Strecke sein, wo wieder gelb ist, aber das macht nichts. Jetzt haben wir hier wirklich schon ordentlich wieder was freigeschaltet. Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich? Oh, 24. Ich glaube, wo ich die Karte, also die ganzen Karten reingepackt habe, danach hatte ich glaube ich nur noch 19 oder sowas Prozent. Warum haben wir schon wieder? Da ja, haben wir 4 bis 5% gemacht. Ist doch schon mal was. Die nächste Gelegenheit werden wir dann die Folge beenden. Aber wir erst bei der nächsten Gelegenheit. Ne? Also wenn ich jetzt einfach auf der Straße anhalten, nee. Oh, nicht. Samstag müsste ich erst da sein. Donnerstag bin ich schon laut Navi da. Naja, gut. Gut, man muss ja auch dazu sagen, schlafen und so alles ist aus, ne? Also schlafen, Bußgelder. Ist alles ausgeschaltet. Ja, also hier ist mit die Müdigkeit. Ist realistisch,
ist alles richtig, aber es geht auf den Keks. Oh, und wenn man es wirklich realistisch haben würde wollen, dann müsste man auch nur nach den gesetzlichen Vorgaben in Europa, das ist dann jeder, der in Europa fahren will, also auch ein Kasache oder ein Russe, die nicht zu der EU gehören. Ja. Weißrussland, glaube ich. Weißrusse auch, klar. Weißrussland gehört nicht zur EU. Dann muss ich, wenn er in Deutschland, Frankreich, Italien und Co. fahren will, muss er sich an die Gesetze ja von uns halten. Und dementsprechend wäre geil, wenn dann halt man sagt zum Beispiel, ja, 4,5 Stunden fahren, dann eine 3/4 Stunde Pause, dann wieder 4,5 Stunden fahren, dann Feierabend. Oder man geht halt noch speziell drauf ein, auf die unterschiedlichsten Sachen. Ausnahmenmäßig, zum Beispiel kann man ja 2x in der Woche 10 Stunden machen. 10 Stunden fahren. Das wäre halt auch nochmal eine Option. Man sagen kann, ja, der fährt jetzt hier 10, man macht zum Beispiel jetzt hier 10 Stunden, 12 Fahrten draus. Aber das ist ja, ist halt leider nicht. Ja, auch glaube ich ein bisschen zu filigran das Ganze. Also ich glaube, das wäre schwer umzusetzen, sowas. Und dementsprechend, ja. Hier kommt jetzt weit und breit nicht zum Anhalten. Das ist natürlich. Ja. Ja, umso länger geht die Folge. Da vorne kommt was. Die Tankstelle. Eine Tankstelle. Sogar noch zwei weitere. Wir nehmen die hier. Oh Gott. Gut, dann hoffe ich doch, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. Lasst gerne einen Kommi da, lasst gerne ein Däumchen da und ein Abo, ne? Bis dahin, tschüss.